So, hallo ihr Lieben, hallo YouTube. Und zwar melde ich mich jetzt auch mal wieder zu einem Video. Und ich habe einen kleinen Haul. Und heute das Thema Pflege der Silikonbabys. Ja, ihr habt richtig gehört, der Silikonbabys. Was ihr jetzt hier vor der Linse habt, ist ein Silikonbaby. Ich habe die Kleine jetzt so 2 Wochen ungefähr. Und darüber, da muss man sich ja dann auch informieren, wie die Babys gepflegt werden, dass die keinen Schaden erleiden, weil die so vom Material her einfach empfindlich sind. Aber gut, für die, die die Kleinen noch nicht kennen, es ist der Prototyp Henriette von der Honey Posh. Also von ihr gibt es 8 Stück. Die Künstlerin macht die auch vom Formbau bis zur Endproduktion aus einer Hand. Also ganz toll, diese ganze Machart. Aber das soll mal ein Thema zum Detailvideo dann von der kleinen Henriette sein. Ich lasse ihr auch diesen Namen, weil das nicht so ein Allerweltsname ist und der mir eigentlich ganz gut gefällt. So, aber jetzt mal zu meinem Einkauf heute. Ich habe Puder gekauft. Und zwar Talkumpuder von Penaten, also keinen normalen Kinderpuder, sondern mit Talkum. Kann man auch lesen, weil das für die Pflege der Silikonbabys wichtig ist. Er hat 2,35 Euro gekostet. Dann habe ich, weil ich gerade bei Kick war, noch dieses Pinselset dazu genommen. Einfach, weil man ja zum Einpudern einen Pinsel braucht und somit musste ich nicht noch extra in den Drogeriemarkt gehen. Das hat jetzt 1,99 gekostet. Und für die Kleine habe ich noch dieses Kleidchen gekauft. Mit einer Blüte drauf. Mit solchen Pünktchen. Unten drin ist der Body mit eingenäht. Ich finde das ganz süß für wärmere Tage jetzt dann. Das kann man auch mal so anziehen. Mit einer Strumpfhose. Und kurzen Ärmelchen. Das hat... Moment. 4,99 € gekostet. Ja. Und ist Größe 56. Und die anderen Sachen, die zeige ich jetzt nicht, weil das noch so eine liebe Freundin ist, die noch ein Päckchen zu Ostern von mir bekommt. Das muss ich ja jetzt nicht hier gleich zeigen. Gut. Jetzt zu der Pflege von den Silikonbabys. Sobald man so ein Baby hat, muss man sich ja auch schlau machen, wie die Babys gepflegt werden. Was ihr hier im Hintergrund hört, ist mein Heizofen, mein elektrischer, dann brummelt es so. Aber ich hoffe, es stört jetzt nicht unbedingt. Jetzt mal zu der Pflege der Babys. Zu den Haaren. Jetzt die kleine Maus hier hat Mu-Kit-Hair, ist also ein ganz feines Mu-Hair, wahrscheinlich der erste Schnitt von den Babys dieser Tiere. Kit heißt ja Jungtier oder Kind. Und die sind ja bei den Silikonbabys nicht versiegelt, weil das ja nicht möglich ist, weil ja der Kopf aus einem Guss ist, der Körper aus einem Guss. Und da kann man ja von innen her nicht her und von außen kann man nicht versiegeln. Also muss man da ganz vorsichtig sein. Das heißt, gerade wenn man die waschen tut oder kämmen, bürsten, einfach ein Bürstchen, das wirklich keinen Widerstand auf den Haaren fabriziert, weil sonst habt ihr nämlich die Haare in der Bürste oder in den Händen, weil die ja rausgehen. Also es sollte ein möglichst weiches
Babybürstchen sein aus Ziegenborsten oder die von Baby Love sind auch gut. Sind auch ganz feine Babybürstchen, also da muss man wirklich vorsichtig sein bei den Silikonbabys. Und auch beim Waschen nicht ruppeln, ziehen, reißen, sondern vielleicht ein ganz kleines Tüpfelchen Shampoo, Babyshampoo und da ganz vorsichtig das einreiben oder eintupfen in die Haare und unter fließendem Wasser am besten ausspülen und danach einfach auch trocknen lassen und dann mit so einem Bürstchen vorsichtig bürsten. Gerade zum Baden, Waschen der Silikonbabys. Ich habe vor ein paar Monaten mal in einer anderen Reborn-Gruppe gelesen, dass man die unter fließendem Wasser eigentlich waschen soll, ohne dass man da groß mit einem Waschlumpen rumruppelt, weil das kann alles einfach die Oberfläche der Silikonbabys beschädigen. Und die sind einfach zu wertvoll, als dass man da irgendwie Mist baut mit solchen rauen Waschlumpen oder harten groben Handtüchern, die so trocken sind und so rau. Also da muss man wirklich dann aufpassen, auch beim Trockentupfen, dass man da wirklich nicht ruppelt, weil dann kann das Baby ganz schnell zerstört werden einfach. Ja, und jetzt zu diesem Talcumpuder. Ich habe mich ja auch gefragt, wenn ich da die YouTube-Videos angeguckt habe, die haben auf Teufel komm raus gepudert und gemacht, dann habe ich mir gedacht, für was machen die das? Dann habe ich mich einfach in diesen Silikon-Baby-Gruppen mal ein bisschen umgehört und auch die Kommentare unter diesen amerikanischen Videos gelesen und auch so mich umgehört bei Reborn Mamas, die so ein Silikonbaby haben. Also man soll keinen normalen Kinderpuder nehmen, weil normaler Kinderpuder ist klebrig. Der neigt dazu, einfach klebrig zu werden und zu ruppeln. Also ich würde es nicht empfehlen. Und dann kam das Gespräch auf Talcumpuder. Also das ist ja ein Puder aus mineralischer Basis. Und wenn man an die Sportler denkt, die reiben sich auch die Hände ein, dass wenn die das Geräteturnen machen, an den Stangen nicht abgebremst werden. Also ist der Talcumpuder ja wie so eine Antihaftbeschichtung, dass gerade zum Beispiel Fusseln, Staub, Haare und so auf dem Silikonbaby, auf der Oberfläche dieses Silikonbabys nicht haften bleibt, weil das geht ganz schnell. Also das ist wie wenn das an diesen Babys einfach ran klebt, das zieht es irgendwie an. Und das ist dann, wenn man diesen Talcumpuder nimmt, wie eine Antihaftbeschichtung drauf. Zum anderen soll man sie ja auch einpudern mit diesem Puder, dass sie nicht glänzen. Man kann sie auch dann besser anziehen und es schützt auch irgendwie das Silikon, ja, durch diese Reaktion von diesem Puder. Also lieber Talcumpuder wie der normale, weil der normale, der kann dann auch krümelig und kratzig werden. Ich habe unter dem amerikanischen Video mal gelesen, dass es gerade zwischen den Fingerchen und so dann auch durch den normalen Kinderpuder gerne die Oberfläche verkratzt. Durch das Gepudere, also da muss man schon aufpassen. Aber jetzt weiß ich, warum die Talcumpuder nehmen, weil ich dachte auch, dass ich lasse das, aber ich mache es jetzt auch, weil das einfach für Silikon gut ist. Aber es sollte wirklich Talcumpuder sein und kein normaler. Ja, und an den Schnuller, den kann man auch mit Puder einpudern, mit diesem
Talkumpuder, dass er besser reingeht, oder die beim Milchfläschchen. Ja, ich werde ihr auch noch so Fäustlinge besorgen, weil guckt mal, wie weich diese Fingerchen sind. Und wenn man da irgendwo hängen bleibt, kann man auch ganz, ganz schnell mal so ein Fingerchen abreißen. Und ich denke, durch so Fäustlinge sind die einfach ein bisschen geschützter, so halt. Zwischendurch mal. Ganz, ganz feines Material. Man sollte die auch nie am Arm hochziehen oder am Beinchen, weil das ist einfach nicht gut. Da würde man das Baby wirklich beschädigen, weil der Körper wirklich schwer ist. Die hat auch 4 Kilo, ist 50 cm lang, das ist ja jetzt gerade nicht gerade groß. Und Kopfumfang hat sie von 36 cm, also ein Gewicht wirklich von einem Neugeborenen, aber man muss da wirklich sanft und vorsichtig damit umgehen, auch beim Anziehen, dass man da nichts zu arg reißt oder so. Also man muss wirklich richtig vorsichtig sein. Ja. Es ist einfach noch empfindlicher wie die Reborn-Babys und auch pflegeaufwendiger, denke ich. Ja. Ich habe auch gern so Sonnenmützchen auf, um die Haare zu schützen, weil die ja auch nicht statisch aufladen. Und ansonsten halt Mützchen, wo da nichts an Fusseln hängen bleibt. Ja. Man macht sich da einfach mehr Gedanken, weil die Babys einfach so teuer sind. Wenn man bedenkt, die Kosten zwischen, manche sagen schon für 1.800 Euro bekommt man Silikonbabys. Also bei ihr weiß ich von der Vorgängerin, dass sie sie für 2.300 Euro ersteigert hat. Das ist ein Haufen Geld, also Wahnsinn. Und das steigert sich ja oft bis 3.000, in Amerika drüben oft noch höher. Also echt verrückt. Und darum, sowas hält man ja nicht immer in Händen. Darum sollte man das auch wirklich richtig sich darüber informieren, dass man da keinen Schaden anrichtet. Weil ich hatte mal mit einer jungen Frau geschrieben, die von ihrer Mama ein Silikonbaby geschenkt bekommen hat. Ich weiß nicht, was hat sie gesagt, für 5.000 Euro. Das war eine ausländisches Mädchen. Und dann hat sie die immer gebadet mit so Badezusätze und lauter so ein Zeugs, und am Schluss war das Baby halt zerstört und kaputt. Und darum sollte man sich wirklich schlau machen, dass man da keinen Schaden anrichtet. Weil es wäre wirklich jammerschade. Es ist einfach ein Haufen Geld. Sie war ja jetzt aus zweiter Hand und da hat komischerweise niemand mitgeboten. Darum habe ich sie viel günstiger bekommen, aber es war trotzdem ein Haufen Geld und das muss man ja auch erst abbezahlen. Aber man muss da einfach manchmal die Gelegenheit nutzen, die nicht mehr so schnell kommt. Normal zahlt man für einen Babu schon so viel. Babu, Bobo heißt für ein Silikonbaby mit Fehlern, wenn sie nicht richtig aus der Form kommen oder irgendwie geklebt sind oder sonstige Sachen, die sind dann halt günstiger. Aber sie war ja wirklich fehlerfrei. Die Vorgängerin hatte sie ein paar Wochen und hat sie dann wieder verkauft, was ich natürlich nicht verstehe, aber so Leute gibt's ja. Und naja, das ist ja wieder mal ein anderes Thema. Das soll auch hier nicht zur Debatte stehen. Ist mir ja egal, es war ja mein Vorteil. So. Nur wollte ich es einfach mal zeigen. Ich habe hier eigentlich einen Reborn-Kanal. Aber es ist ja im Kommen auch bei den Reborn-Mamas, dass sie sich sowas wünschen, weil es einfach der Wunschtraum vieler Reborn-Mamas ist, mal auch ein Silikonbaby zu haben. Aber mit dieser Baderei und so, man muss wirklich aufpassen, weil es ja jammerschade, wenn man dann das Baby beschädigt. Es ist wirklich wie Baby, wenn man das so auf dem Arm hat und
so fein und so zart das Ganze ist. Und ja, darum wirklich sich schlau machen und aufpassen, weil man kann da wirklich viel kaputt machen, wenn man da das Baby nicht richtig pflegt. Jetzt hoffe ich, dass es für euch wenigstens ein bisschen interessant ist. Ich dachte halt, ich erzähle das jetzt mal so von mir als Neueinsteiger in diesem Gebiet. Ich habe ja da auch keine Ahnung. Ich habe zwar ein günstiges Silikonbaby, das habe ich mal vor 10 Jahren auf diesem HSE-Kanal gekauft, diesem Puppenkanal. Aber das hat eine klebte Dresse, war bestimmt ein sehr günstiges Silikon. Und was hat es gekostet? 130 Euro und geklebte Wimpern. Aber das hat mich schon damals sehr beeindruckt. Den zeige ich euch dann auch mal. Ist auch ein ganz süßes Baby. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu so einem teuren Baby, gell? Also man muss da schon drauf aufpassen, weil es ist schon wichtig, sich zu informieren. Das war es jetzt mal, was ich euch so zeigen wollte, nur um mal wieder von mir zu hören lassen. Ihr werdet die Kleine auch mal hin und wieder in meinen Videos sehen. Das ist bestimmt nicht das letzte Mal. Ein Detailvideo machen wir auch noch über sie, weil es doch den einen oder anderen bestimmt interessiert. So, ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam für euch. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!